willkommen zurück bei Patrick 3331. Es tut mir leid, es ist ewig her, dass ich ein Video gedreht habe. Hat aber auch gute Gründe, denn ich bin umgezogen, das wisst ihr, glaube ich, schon. Und ich habe eine Ausbildung zum Lokführer gemacht, die hat extrem lang gedauert. Und ich bin Familienvater, verheiratet, habe einen extrem langen Arbeitsweg auch. Ich fahre knapp eine Stunde hin und eine Stunde zurück und war einfach sehr viel Stress gewesen, weswegen ich ja, einfach keine Zeit hatte. Aber ich wollte zurückkommen, denn jetzt habe ich endlich wieder Zeit, denn die Ausbildung ist vorbei und ich versuche wieder Videos zu machen, denn das Thema Auto interessiert mich immer noch. Ja? Und deswegen bin ich heute hier mal beim Porsche Zentrum in Aargau, ja, in Oftringen. Und wir schauen uns heute ein paar Autos an, denn ich habe auf meiner Liste immer noch dieses Thema, ich würde gerne mal einen Porsche besitzen. Ja, einen Porsche besitzen, einen Porsche fahren, wenigstens eine Zeit lang, vielleicht für ein paar Jahre, um dieses Jucken in mir drin zu besiegen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, wir gucken uns mal heute ein paar Sachen an. Oder wir gucken uns das an, was ich mir eventuell kaufen könnte. Nicht dieses Jahr. Dieses Jahr ist, wir haben jetzt August, aber vielleicht nächstes Jahr oder das Jahr drauf. Also es wird ein Prozess werden, denn wir werden uns verschiedene Autos angucken gehen. Ich möchte auch verschiedene Autos Probe fahren, denn viele Autos, die ich im Kopf habe, die mir wirklich sehr gut gefallen, bin ich teilweise noch gar nicht gefahren in meinem Leben. Ja? Und das ist einfach nur so ein Wunschdenken und das müssen wir mal schauen, ob das überhaupt in Einklang gebracht werden kann mit dem, mit der Realität. Ja? Ansonsten, ich habe eine neue Kamera am Start, endlich. Nach Jahren, wie gesagt, ich hatte keine Zeit, habe ich eine DJI Osmo Pocket 3 als Creator-Kombo. Hier, ne? Ihr seht, das Ding ist richtig zackig drauf. Und ich hoffe, die Qualität ist gut. Ich habe so ein Ansteckmikro hier, was da mit dabei kommt. Und ich hoffe, dass es sehr gut kommen wird, obwohl da jetzt der eine hier voll drillt und bohrt ohne Ende. Also wir schauen mal, was auf dem Hof steht. Und ich zeige euch so mal Preis-Range, was ich mir so denke. Komplett ausgerechnet habe ich sie noch nicht. Wie gesagt, Neuwagen wird es nicht. Dafür habe ich die Kohle nicht. Beziehungsweise die Kohle könnte da sein, aber das möchte ich nicht ausgeben. Wie gesagt, ich bin verheiratet, ich bin Familienvater. Wir möchten für den Ruhestand vorsorgen, auch ein bisschen nicht alles in die Karre ausgeben, wie ich gemacht habe, als ich 20 Jahre alt gewesen bin in der Ausbildung und habe mir einen nagelneuen Golf gekauft und die Rate war so viel, wie ich verdient habe, weil ich bei den Eltern gewohnt habe. Die Zeiten sind vorbei. Also, ich drehe mal um und dann schauen wir mal weiter. So, also, wir haben hier einen Cayman. Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen nach unten. Ich will nicht zoomen, ich will jetzt mal ein bisschen... So will ich machen, okay. Also ich muss mit der Steuerung noch ein bisschen klarkommen. Also wir schauen mal, was gibt es denn hier? Also wir haben Cayman, 48.000 Kilometer gelaufen, 275 PS, 2,7 Liter. Das müsste der Sechszylinder sein, das ist auf jeden Fall schön. Fahrzeugpreis 47,9. Erstzulassung 6. März 2015. Also das Auto ist jetzt 9 Jahre alt, 2 Vorbesitzer. Hat jetzt nicht so an die geilen Felgen, muss ich sagen. Weiß ist okay, kann man immer was machen mit, kann man folieren. Aber so, das ist so die Price Range, das, was ich gucke. Wobei ich eher weg vom Cayman, sondern eher hin zum Boxster möchte. Da haben wir noch einen Boxster, das ist aber das neuere Modell. Das ist der 718er. Und das ist aber auch der richtige Motor, der schöne. GTS 4.0, 11.800 Kilometer, 400 PS, 4 Liter. 6.11.2020, ein Vorbesitzer, aber 88.8, der ist zu teuer. GT3 RS, schön, leider mit den hässlichen Ringen da umdrum, aber nicht meine Price Range. Ansonsten, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Boxster. Müssen wir mal schauen. Ja, der sieht erstmal schön aus. Wie gesagt, ich bin erst offen. Farbe und so weiter, Ausstattung. 718er Boxster, 300 PS, aber katastrophaler Motor, 2 Liter. Ich will keinen 2 Liter Motor. Also dann kann ich mir auch einen Golf R kaufen oder sowas. Da brauche ich mir keinen Porsche kaufen. Klar, die sind schneller und so weiter und es ist trotzdem Porsche, aber wenn ich mir denn bitte einen Porsche kaufe, dann soll da ein richtiger Motor drin sein. Also 6 Zylinder, kein 2 Liter 4 Zylinder. Was haben wir hier noch? Wir gehen mal lang. Leider nicht in meiner Price Range. 911 Turbo wäre geil, aber kann ich mir nicht leisten. GT3. Super schönes, cleanes Auto. Also die Farbe gefällt mir echt. Das ist Mausgrau. Die Felgen sind echt klasse. Und also wie gesagt, hier Porsche Zentrum Aargau, ne? Die haben hier echt eine Menge am Start. Wir gehen mal auf die andere Seite und gucken, was da so gibt, weil
da ist etwas, was mich interessiert, der Gelbe da drüben. Also ein Augenblick. Also, Porsche Zentrum Aargau, ne? Und die haben echt krass viele Autos am Start. Was mir halt gefällt, ich bin jemand, der mag Farben, deswegen finde ich halt sowas sehr geil. Gut, es ist jetzt ein Macan, aber halt die Farbe ist mega cool. Macan GTS, 28.000, 83 PS, 3 Liter Maschine, 84.800. Ja, leider noch ein bisschen zu teuer. Also schaut mal, was haben wir hier so. Also die haben nicht nur Porsche, ne? Da hinten ist noch ein zweiter Showroom sozusagen, auf 3 Stockwerken, glaube ich, mit ja, exotischen Autos. Und die haben noch Subaru und ich habe gesehen, die MG verkaufen die jetzt auch noch. Und wie gesagt, hier ist halt viel, aber vor allem Porsche. Ja, also die Farbe, sehr, sehr geil. Grau ist auch sehr cool, aber mich zieht es da eher so zu dem Blauen oder zum Gelben. Traumauto wäre natürlich Gelb, deswegen gucken wir es an. Aber wir gehen mal eins nach dem anderen ab und schauen, was es hier so rumstehen hat. Und tut mir leid, ich bin noch ein bisschen erkältet. Also 718er Boxster, 2 Liter, können wir gleich vergessen, 96.000 für einen 2 Liter. Also sorry, nee. Bei aller Liebe zu Porsche, nein. Cayman GTS, 21.000, 365, 2,5 Liter, 75.000. Und genau das ist so meine Farbe. Und es ist ein GTS. Für mich ein Sportwagen, ja, muss geile Farbe haben. Oder halt weiß, GT4, das wäre so die Richtung, wo es dann vielleicht irgendwann mal hingehen könnte. Aber leider noch nicht jetzt. Aber wir gucken mal den Gelben an. Und ich hoffe, der Sound ist gut. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme zum ersten Mal mit der Kamera auf. Also, Boxster GTS, 92.000 Kilometer. Bisschen viel gelaufen. 330 PS, 3,4 Liter. Baujahr 12.2.2016, 58.800. Das ist ein bisschen an der oberen Grenze, beziehungsweise schon ein bisschen drüber. Ich habe so auch die 40, 45 gedacht. Wie gesagt, das müsste dann auch finanziert werden. Das würde ich jetzt nicht bar kaufen oder sowas. Anzahlen, leasen, finanzieren, ein paar Jahre fahren, dann entscheiden, ob es wirklich was Geiles ist und ich behalten möchte oder nicht. So ist die Idee erstmal. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Idee. Wir werden noch zu anderen Autohändlern fahren und zu anderen Marken fahren, denn ich habe noch andere Sachen im Kopf. Aber heute ist mal das Thema Porsche. Also, der gefällt mir schon mal ganz gut. Farbe ist gut, schwarze Felgen. Felgen kann man immer anpassen, aber schwarz-schwarz passt. Sieht echt schön aus. Wie sieht es drinnen aus? Drin kann ich jetzt euch nicht zeigen. Ich habe leider keinen Filter dabei, aber auf jeden Fall sehr schick. Ja, das wäre so mein Ding. Ne? Aber 58.000 ist halt auch eine Eierecke. So, dann GT4. GT4, natürlich der Cayman GT4 RS wäre das Ultimative, auch in der Farbe natürlich. Aber schauen wir uns den an. Der ist schon mal schön, weil ich stehe auf Flügel. Ja, Flügel sind geil. Und gucken wir mal, was der kosten soll. Das ist ein 20. Juni 2016, 15.500 Kilometer, also gar nicht viel gelaufen. 3,8 Liter, 385 PS, manuelles Schaltgetriebe, 96,8. Also ihr könnt euch so ein bisschen orientieren bei den Preisen. Ich gucke ja immer wieder mal. Ein Boxster ungefähr so bei 50, ne? Also wir sehen alle so vom selben Jahrgang ungefähr. Boxster bei 50, Cayman GT4 bei ungefähr 100, Cayman GT4 S ungefähr 200. Ja? Da haben wir die ganzen Elektrokisten, die interessieren mich gar nicht. Ja, dann müsste es ein Turbo sein. Das ist natürlich echt, das ist Kampfansage, ne? Aber das ist nicht in meiner Price Range. Können wir mal kurz gucken, was er kosten soll. 219.900 Euro. Franken, sorry. Ja, das ist zu viel. Schauen wir nochmal weiter. Haben wir hier noch einen alten Boxster. Da steht leider nichts dran. Auch da habe ich überlegt, ob ich wirklich so einen ganz, ganz, ganz alten hole. Weißt du, so für 10.000, 12.000. Einfach mal so fahre. Aber dreh mal um. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass diese Experience, wenn man so einen ganz alten nehmen würde als allerersten Porsche und der dann irgendwie kacke ist, weil er einfach so alt ist und nicht gepflegt und irgendwas kaputt ist, dass man dann irgendwie keinen Bock verliert auf die Marke und auf das Auto, weil der das einem versauen würde. Deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch. Also, was haben wir hier noch? Ein 718 Cayman GTS 4.0. Ja, ich drehe mal um für euch. So.
Ja gut, die Folierung muss jetzt nicht sein, diese Stripes hier, das würde ich abmachen würden. Aber ein GTS 4.0, das ist schon mal gut. Ist 20.000 gelaufen, 400 PS, 4 Liter Maschine. 21. September 21, also 3 Jahre alt, 90.000 oder 89.000. Aber hier haben wir wenigstens mal eine Finanzierung, damit wir sehen können, 4 Jahre, 10.000 Kilometer, keine Anzahlung, effektiver Jahreszins 5,4, monatliche Leasingrate 1.295 Franken. Zu viel. Also nicht jetzt fürs Auto, aber zu viel für das, was ich ausgeben möchte. Was haben wir hier? Auch Porsche 718 Cayman GTS 4.0. Der ist ein bisschen jünger, der ist ein Jahr alt, 1.11.23, 660 Kilometer, also der ist einmal um Block gefahren, 4 Liter, 400 PS, 114.000. Und farblich ist der klasse, genauso geil wie das Gelbe. Ja. 718 Cayman S, 4.600 Kilometer, ach, ich muss immer ein bisschen nach unten, 4.600 Kilometer, 53 PS, 2,5 Liter, ist 4. August 23, also ein Jahr alt, 84.000. Ja, aber auf jeden Fall schick. Und nochmal ein grauer. Irgendwie gefällt mir nicht, dass der Spoiler in schwarz ist. Das passt irgendwie nicht. Man sieht, die stehen alle schon ein bisschen, weil die Bremsscheiben alle ein bisschen angerostet. Ne? Flugrost. Aber einmal fahren, sind die weg. Und dann haben wir hier nochmal 718 Cayman S, PDK, Juni 23, 650 Kilometer. Achso, die Farbe ist Kreide, okay, cool. 2,5 Liter, 53 PS, 116.600. Jo. Also, jetzt habt ihr mal gesehen, so was die hier am Start haben. Natürlich, beim Händler kostet das immer ein bisschen mehr, aber dafür kriegt ihr noch Garantie, 12 Monate. Je nachdem, wie alt das Auto ist, hat der Porsche teilweise auch 10 Jahre Garantie mit Porsche Approved. Und da müsste man mal schauen, ob man vielleicht sowas noch holt. Aber wie gesagt, die Price Range, die ich habe, diese 40.000, 45.000, wo ich jetzt so dran denke, wie gesagt, komplett bis zum Ende ausgerechnet habe ich es auch noch nicht. Das sind alles so 9, 8, 10, 11-jährige Autos mit ja, um die 50.000. Also ich gucke irgendwas um die 50.000 Kilometer, damit ich das Ding auch noch ein paar Jahre fahren kann. Soll jetzt nicht ein Daily werden, wäre natürlich geil, aber soll kein Daily werden, sondern wirklich nur fürs Wochenende. Und das Ganze im Hinterkopf muss man auch schauen, dass man auch noch genug Geld für ein Daily hat. Also wir fahren immer noch, sorry, habe ich ja, ihr habt ja nicht mitbekommen, ich war ja lange weg. Wir haben immer noch den Skoda RS, den Octavia. Der hat mittlerweile 167.000 Kilometer runter. Den wollen wir auch mal wieder waschen gehen. Und ja, den, der fährt, der macht alles gut. Der hat einen Service bekommen. Letztens muss ich die Bremsen neu machen. Habe ich in Deutschland machen lassen, weil hier hätte das irgendwie gekostet 1.800. Ich habe es dann für irgendwie 800 Euro machen können in Deutschland. Und ich muss ja gucken, wo ich sparen kann, denn ich bin ja auch noch ein Finanztyp. Aber für alle, die es nicht wissen, in den 2 Jahren, wo ich jetzt keine Videos über Autos machen konnte, habe ich, weil ich das von zu Hause machen kann, Videos über Finanzen gemacht auf meinem Zweitkanal oder Drittkanal. Ich verlinke es mal hier oben. Da könnt ihr mal gucken gehen. Denn ich war ja auch fleißig, obwohl ich nicht Videos machen konnte. Da. Wir haben viel investiert über die letzten Jahre. Über 100.000 haben wir zusammenbekommen. Und da bin ich auch stolz drauf, auf meine Frau und mich, dass wir es geschafft haben. Das ist nur in das aktive Depot, wo wir die Aktien und ETFs drin haben. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen, wo wir auch investieren. Zum Beispiel das hier. Wir haben noch ein paar Uhren. Dieses Jahr haben wir 2 Uhren. Geholt, also dieses Jahr im Juni, vor 2 Monaten, direkt vor dem Urlaub. Wie gesagt, wir waren 3 Wochen in China im Urlaub gewesen und es ist alles auf einmal gekommen. Also musste doch ein bisschen Geld rausgenommen werden. Wir hatten eigentlich 10.000 mehr gehabt im Depot. Da habe ich Geld rausgenommen, weil wir das gebraucht hatten, um die Uhren zu kaufen. Und wir haben noch dritte Säule für alle, die in der Schweiz wohnen. Also wenn ihr ein bisschen was über Finanzen lernen wollt, wie man Geld investieren kann, nicht nur Geld für Autos ausgibt, dann geht mal auf meinen anderen Kanal, da kann ich euch ein bisschen was erklären. Oder wenn ihr Fragen habt, einfach hier unten reinschreiben. Und ansonsten, wenn ihr ein Depot öffnen wollt, einfach den Link, den ersten Link in der Beschreibung. Da könnt ihr ein Depot aufmachen aus der Schweiz, aus Österreich, aus Deutschland, um Schweizer Aktien auch besparen zu können. Kostenloses Depot, würde ich mich freuen. Kriegt ihr ein bisschen was, kriege ich ein bisschen was. Und dann können wir weiter
ja, weiter für die Zukunft vorsorgen und auch noch vielleicht ein geiles Auto irgendwann kaufen. Ne? Also, das war's gewesen. Ich guck mal, ob ich da reinkomme, weil da in dem Tempel sind dann die geilen Autos. Muss ich mal schauen. Und es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Ich werde wieder regelmäßig Videos machen. Und wie gesagt, ich bin auf der Suche. Deswegen irgendwann werden wir anfangen, auch die Autos Probe zu fahren. Wenn ich die Zeit habe dann auch, dass wir halt die Autos, die ich gerne hätte, ja, die mir gefallen auf meiner Liste, dass wir die mal alle abarbeiten, Probe fahren und dann irgendwann entscheiden, okay, welcher soll es werden, was wird es kosten, finanzieren wir das, leasen wir das oder wie auch immer. Ja? Also ich bedanke mich bei euch, gerne ein Abo dalassen. Danke, dass ihr dabei seid noch und für alle, die neu dabei sind, gerne ein Abo dalassen. Ja? Wir sehen uns. Peace. Ciao.